Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Kingdom Come Deliverance, sind hier noch in Neuhof auf diesem, in diesem Gutshof, Gestüt. Pferdehof, ja. Und wir wollten jetzt die Sache mit Rotschopf mal zu Ende bringen. Pippa meinte auch, wir könnten erstmal nach Rattay. Ja. Und wir müssen mal hin und her und her und hin. Ich weiß nicht. Auf Rattay mal alles leer machen, ein bisschen Geld und so weiter, ein bisschen Erfahrung sammeln. Und Rotschopf willst du da in der Hütte schmoren lassen bis zum St. Nimmerleinstag oder wie? Na gut, wenn du das so gerne möchtest, dann machen ja, wir das. Ja, mein Pepe natürlich auch. Möglicherweise hat er nicht genug Überzeugung. Tja, das ich fürchte, Sinn. Dass er hat ja noch so gut für nichts. Ja gut, dann geh nach Rattay. Ich meine, ich habe den Herz nicht dran gehängt. Ist mir wurscht. Reise schnell nach Rattay. Das kannst du, glaube ich, schnell reisen, oder? Ja, hier ist sowieso Zora. Weit und breit nicht zu sehen. Ja, ich bin ja nicht so... Ja gut, ist ja wurscht. Also, ja, die anderen arbeiten hier ja, schon, aber... Ja, mach, was du willst. Na gut. Wir lassen Rotschopf noch ein bisschen da hinten. Mal sehen, dass wir ein bisschen mehr Redekunst kriegen. Dann können wir... Da kommt sie jetzt gerade raus. Ja, ist egal. Jetzt ist genau. So, Karte gucken. Rattay. Gehen wir ja am besten zum unteren Tor. Da können wir am besten verkaufen. Keine Ahnung, musst du wissen. Ja, ich meine, ist klar, ich verstehe ja schon, du musst ja wirklich auch noch ein paar Level bekommen irgendwie damit. Ja, wir haben ja jetzt festgestellt, dass er wirklich in allen Fertigkeiten 0, gar nichts hat. Er kann nicht überreden, er kann nicht reiten, er kann nicht kämpfen. Na, reiten kann er schon. Er kann so gut wie nichts. Also reiten hat er bisher... Er konnte sich auf dem Pferd halten, er ist nicht runtergefallen. Das ist mehr, als man von anderen Leuten sagen kann, so manchen anderen Leuten meinen. Ja, das stimmt. Runtergefallen ist er bis jetzt noch nicht, also... Pebbles ist ausgesprochen gütig, gutmütig. Deine Hackfresse nach zu urteilen bist du, Heinrich. Was willst du von mir? Was heißt hier Hackfresse? Peschek, der Müller, hat dich genau beschrieben. Und er hat auch genau gesagt, wie wir deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen sollen. Hä? Ich verstehe nicht. Die haben dich bei der Mühle gesund gepflegt und dafür geblecht. Ja und? Oder hast du dir wieder den Schädel angehauen und erinnerst dich nicht? Aber keine Sorge, wir schon. Na und heißt das, dass keiner was gesagt hat, dass wir sofort bezahlen müssen? Ach, zahl doch. Dann bist ja du Sache klar, sofort zahlen, Mann. Ich zahle alles zurück, aber lass mich in Ruhe. Schön, dass du zur Vernunft gekommen bist. Und jetzt her mit dem Geld. Ich meine, du bist so widerlich, dass man natürlich gar nicht zahlen möchte. Ja. Pass doch auf, du Flegel! Idiot, hä? Ich stehe hier nur rum. Na, ich hoffe, dass er das Geld auch weiter. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, du bist immer hungrig. Heinrich ist immer hungrig. Wann ist der Mann nicht hungrig? Heinrich befindet sich noch im Wachsen. Sozusagen. Er ist noch nicht ausgewachsen. Waren das die beiden komischen Typen? Beiden. Na, da will ich aber hoffen, dass die das Geld auch abliefern. Das habe ich ja gerade eben, gesagt. Aber erst, wenn Heinrich ein bisschen stärker ist. Ja? Okay. Also. Semmeln und Brezel. Hä? Ach, da ist wieder so ein armer Bettler. Ja. Hier ist eine Wache, hier ist ein Bettler. Man muss... Ach, Kunisch, nee, lass ihn, der kann ruhig betteln. Ja. Der hat uns ja schon gesagt, wo ein Schatz versteckt ist. So, dann müssen wir mal die Satteltaschen entleeren. Okay, alles raus. So. Oh.
Und dann Herr Waffenschmied, Schwertschmied. Guten Tag. Auch Tag. Guten Tag. Lass uns handeln. Ja, er hat. Sind da seine Sachen, ne? Ja. Ja, wir wollen ja verkaufen. So. Oh, eine Fackel ist auch so schön. Naja, auch ein Kampf. Ein Kampfgegenstand, eine Fackel. Kann man damit kämpfen? Ja, Fackel ist immer unter Waffen. Das ist deine Stärke, oder? 35, 43, die sind gleich. So, Händlerschwert. Wow. 40-40. Ja, würde ich lieber das nehmen, als die Scherbe. Aha. Oder? Die Scherbe ist Schlag besser. Wo sieht man das? Na, hier. Hier. Schon gut. Hier. Das ist Stich, Schlag Wucht. Und Wucht. Aha. So, das ist bei Schlag. Okay, das kann auf jeden Fall weg. Ja. Der Knüppel kann weg. Mhm. So, jetzt gucken wir. Ja, das können wir in der Satteltasche als Reserve behalten. Mhm. Gut. Warenkorb. Mehr kauft er ja sowieso nicht. Erstaunlich, der hat keinen Bogen gekauft. Nee. Klar, warum nicht? Das ist ein Bogner wahrscheinlich, der den kauft. Ja. Ach so, ja. Ja, nee, ist zu viel da. Da wird er stinkig. Einverstanden? Nein, natürlich nicht. Na dran. Aber einmal müssen sie immer handeln. Und wenn man den Preis noch so gut macht. So, treffen wir uns hier. Ja, das sollte passen. Na, geht doch. So, auf zum nächsten. Milch. Oh, ja. Und Heinrich ist etwas überladen. Warum bist du überladen? Eigentlich schon gewaschen. Ach so, ja, weil du die ganzen Satteltaschensachen alle hast, ne? Ja. Na, dann krieg ich. Ja, ich habe ja alles aus der Satteltasche rausgeholt. Händlerin, ich glaube nicht, dass wir für dich was haben. Gemüse haben wir vermutlich keins mehr. Ich hoffe, dass der nächste Händler nicht so weit ist. Fleisch haben wir weggeworfen. Ja, zum Glück nicht. Der ist ja gleich hier. Das ganze schwere Zeug sind ja Rüstungen oder Rüstungsteile. Mhm. Gott sei mit dir. Handeln. Hier könnte man üben, vermutlich reparieren. So, da müssen wir ja aufpassen. Also sind. Ach, du hast zweimal Arbeitsstiefel gar nicht richtig angezogen. So richtig viel haben wir gar nicht an. Okay. Halt. Was soll's? Okay, wir haben aber was an den Füßen. Ja, aber also, was? Also, die sind schlecht. Na ja, egal. So, die Armschienen brauchen wir, Beinlinge. Machen weniger Geräusche, aber ich nehme an, die haben besseren Rüstungswert. Die auch. Was? 3 Stück haben wir davon. So, Filzhut brauchen wir nicht. Bunthaube, weg. Schlappen, weg. Erstmal alles weg. Oh, die gepolsterte. Ja, das ist die, die wir anhaben. Ach, wir müssen ja auch noch. Die haben wir nicht an. Wir müssen ja auch noch reparieren. Das könnte teuer werden. So, Jagdhandschuhe. Halt. Ja, immer ein halber Blick nach rechts. Hä? Das ist besser.
Na, der Gambeson kann ja weg. Die sind beide gleich. 4-3, ja. Okay, das ist der Helm. Den haben wir ja auf. Nackenschutz ist schlechter. Auch schlechter. Mann, was wir alles dabei haben, hä? Der kauft auch Silberringe? Der kauft offensichtlich auch Silberringe, ja. Warum willst du die nicht verkaufen? Mann, die wiegen nichts, aber... Ach, mal gucken. So einen kleinen Notgroschen kann man immer aufheben, hä? Meinst nicht? Okay, wir sind hier durch. Dann werden wir mal ein bisschen feilschen müssen, ne? Ja, du musst auch reparieren. Geld hat er. Sprechen wir den Preis. Da brauchen wir nicht zu gucken. Warum nicht? Okay, 440, da möchte ich eigentlich 480 schon haben dafür. Zufrieden? Natürlich nicht. Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Ah ja, ich sag ja, kein Charisma. Sind wir uns einig? Kein. Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Noch ein bisschen ist gut. Ich kann kaum noch entgegenkommen. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Oh. Okay, dann müssen wir reparieren. Au, au. Alles. Ja. Da bleibt uns gar nicht mehr so schrecklich viel übrig, hä? Besprechen wir den Preis. Ach, da kann man auch falschen beim Reparieren? Ja, du kannst immer falschen. Okay. Okay. Oh. Nun ja. Ist das genug? Niemals. Das ist zu wenig. Natürlich ist das zu wenig. Viel zu wenig. Na schön. Und jetzt? Auch nur nicht. Ein wenig mehr. Doch. Und wir kommen ins Geschäft. Ah. Ja, nur ein wenig mehr. Das ist genau das, was er haben wollte. Was er haben wollte. Aber er ist auch runtergegangen. Na gut, einverstanden. Na gut, auf jeden Fall ist der Trödel repariert. Warum bist du immer noch zu schwer? Na ja, wir haben ja noch alles Mögliche in der Tasche. Jetzt gehen wir mal zum Schneider. Zum Glück wohnen die alle hier nebeneinander. Halt, Schneider! Nee, auf der Straße macht heute ja kein Geschäft mit dir, oder? Weiß oder ich doch? Nicht. Gott sei mit dir. Na. Okay, handeln können wir mit seiner Frau, aber reparieren kann, glaube ich, nur der Schneider oder der Schuster selber. Mhm. Ja, guck mal, wie das aussieht hier. Ja, ja, ist klar. Das muss dringendst repariert werden. Schon. Aber auch die leicht gepolsterte Rüstung, die du gar nicht trägst? Ja, die war besser wie irgendwas. Ich muss... Okay, Gambeson kann ich jetzt nicht gucken. Okay, den Gambeson tragen wir nicht. Warum nicht? Nehmen wir den raus und lassen den Rest reparieren. Oh ja, doch. Oh, das war der teure. Na, sehen wir hinterher. Bei der gepolsterten Rüstung, da war der Rüstungswert besser wie das, was wir anhaben. Konnte ich aber beim Verkaufsgespräch nicht aus- und anziehen. Ach so. Okay. Na, du trägst die gelb-graue Tunika, die hat nicht so einen hohen Rüstungswert. Sprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Okay, naja. 70, naja. Probieren wir es mal. Einverstanden? Nein, natürlich nur ein nicht. Wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. So. Passt ja, das? Das sollte passen. Genau. Na.
Der ist einigermaßen vernünftig. Und warum trägst du nicht den Gamison? Der ist doch besser. Also der doch. Ja, jetzt lass mich mal. Ich konnte mich doch nicht umziehen, als ich im Verkaufsgespräch war. Hier, der Gamison ist besser. Sag ich doch. Den müssen wir reparieren lassen. Natürlich. Diese gelbgraue Tunika, die bringt dir nur so gut ja, nichts. Ja, eben. So, na gut, dann müssen wir das noch. So, die leichte gepolsterte Rüstung war besser. Deswegen habe ich die nicht verkauft, aber ich konnte sie ja nicht anziehen. Hm. Und den Gamuson können wir verkaufen. Verkaufen? Und die Tunika auch. Achso, der ist schlechter als das, was du jetzt trägst. Ja, ja. Gut. Körperrüstung 455. Mhm, alles klar. Na gut, dann musst du ja doch nicht dann reparieren, oder? Kannst du ja verkaufen, ohne zu reparieren. Ja, klar. Genau, mach das. Logisch. Das ist unglaublich spannend, aber es gehört leider auch zum Spiel. Ja. Dazu. Also ich werde versuchen, in Zukunft das hauptsächlich offscreen zu machen. Zwischen den Folgen. So, zu verkaufen haben wir eine gelb-graue Tunika, bitteschön. Halt. Lederwams? Ja. Und den... Nee, den trägst du ja. Der muss repariert werden. Na, egal. Also, Gambison willst du verkaufen? Ja, den wollen wir verkaufen. Ja. Okay. Und wer kann denn den Lederwams reparieren? Da müssen wir wohl zum Schuster mit dem Leder. Ach so, Mann, das ist aber auch ganz schön anstrengend. Ja, ja, das Verkaufen kann Händlern, anstrengend sein. Also nicht 1000, ist 8,4, da müssen wir nicht lange feilschen. Dann machen wir ganz schnell Handel abschließen, fertig. So, ich fürchte, wir können uns keine Reparatursets kaufen. Ich wollte sowieso noch mal gucken, was der Apotheker kauft. Haben wir bei dem nicht auch noch Schulden oder sind das die 50 für alle? Nee, es sind die 50 für alle. Gütiger Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Mhm. Ich bin wieder gesund. Okay, klar. Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. Aha. Wegen der Schulden musst du doch fragen. Ja. Wegen der Schulden. Ja. Okay, wir werden sie bezahlen. Ja, bitte sehr. Vielen Dank. Freut mich, dass du ein ehrbarer Mann bist. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja, wir wollen mal gucken, was du alles so ankaufst. Da kann man wahrscheinlich Alchemie üben, aber wir können noch nicht mal lesen, also können wir auch keine Rezepte lernen. Ja, solltest du mal lesen lernen. Ja. Da hieß es ja in Uschice, da müssen wir sowieso hin. Ja, aber später. Guck mal, er hat Augenbuch. Bücher werden wir uns auch mal kaufen müssen. Hm. Guck mal, was der alles kauft. Der kauft sogar einen verdorbenen Apfel. Ja. Da kann er damit noch was anfangen. Baldrian. Ja, ich verkaufe jetzt erstmal alles. Billiger Wein weg. Alles. Ja, Fleisch nicht, das kann das Leben retten. Fucking nicht. Pilze nicht, Händlerschwert habe ich gesagt, heben wir als Reserve auf, man weiß nie, irgendwann ist es kaputt. Kleines Rüstungsset haben wir gefunden, guck mal, der kauft sogar einen Kommunionskelch. Ja, kann man doch verkaufen. Ja. Na, die Pfeile brauchen wir. Die Pfeile, die kommen wieder in die Satteltasche. Lederwams müssen wir reparieren lassen. Pfeil, Minze kann er kriegen. Ritterschnaps kann er kriegen. Oh, der hat nur, aufpassen, der hat nur 250 Gold. Aber das geht noch. Oh, Ringelblumenaufguss, da werden wir uns noch mal was besorgen müssen. Guck mal, der kauft sogar einen Bogen. Der handelt ja mit allem, ne? Die Schaufel brauchen wir, müssen den Toten ausbuddeln. Psst, ein Ring reicht. Nee, behalten wir auch. Trockenobst sowieso, Verband auch. Ja, sind wir durch. Mhm. Ist alles, was er kauft und 160 zahlt da. Mann, wir können ja vielleicht Geld ausgeben, ne? Klar, wir können auch Geld einnehmen. Nach und nach. Ja, zum Glück. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht?
Bist du auch so ein böser Falscher? Natürlich, das... Sind sie alle, ja? Natürlich. So. 170. Ah, 75. Können wir ja probieren. Zufrieden? Nein, natürlich nicht. Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Oh ja, der scheint aber nicht ganz so schlimm zu sein. Am schlimmsten ist endlich wohl der eine vernünftige Rüstungshändler. Okay. Das ist der schlimmste Geizkragen von allen. Also, wir wissen, man kann der hier verkauft kaufen. Hier alles Mögliche. Ja. Aha. So, jetzt hast du deine Schulden beim Apotheker beglichen und beim Müller. Gibt's noch ja. Schulden, von denen du nicht weißt, dass du die hast? Ja. Ja. Auch wieder 100 weniger. Aha, und ein Wetterchen haben wir heute wieder so richtig schön erfrischend. Ah, und Heinrich geht schon wieder die Puste aus. Naja. Die Obergeschenke. Die armen Bettler. Tja, ich kann Ihnen leider immer noch nichts geben. Könnten Sie ruhig mal ein bisschen patchen, dass man den mal was abgeben können, wenigstens ein paar Groschen. Würde den vermutlich schon reichen. Heinrich hängt fest. Aber die Türen sind wieder weiter. Heinrich kommt wieder durch die Türen. Naja, wir hatten da nur da oben, nur im Einhausspiel. Ja, die beiden Türen. Glück und Gesundheit. Die anderen gingen ja zum Glück. Okay, zu verkaufen haben wir, glaube ich, nichts mehr. Aber reparieren müssen wir. Aber die Jagdstiefel müssen repariert werden. Ja, wir hatten doch noch was. Ja, wir haben noch was. Ich glaube, Lederwams. Aber den kannst du wohl hier nicht reparieren. Wer kann denn das dann reparieren? Ja, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Okay, 12,7. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass ein Schneider das können müsste. Aber was kostet denn ein Reparaturset? Halt, falsche Taste. Das sind Schuster-Set hier nur. Für ja. Schuhe. Ja. 30. Wir haben 900, das gönnen wir uns. Ja klar, aber das ist wie gesagt nur für Schuhe. Ah, halt, zurück. Ich muss Warenkorb. Ja, jetzt. Mach hinne. Wollen wir ein bisschen Bogenschießen üben, wenn wir schon hier sind? Ja. Schadet ja nichts, hä? Ich fürchte, das muss er noch öfter machen. Halt. Das war ein bisschen zu eilig gerade. Ja. Meisterbogenschütze. Wir müssen üben. Wie kann ich helfen? Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Sicher. Der hat schon mal gewonnen. Der Schießstand da. Sag möchte mir erst, jemand bist, heftig lachen? Aber wenn er so sehr lacht, dann wird er wahrscheinlich verlieren. Ich bin Anfänger. Macht nichts, so bekommst du etwas Übung. Anfänger schießen 7 Pfeile pro Runde. Los Gut. geht's. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst doch deine eigene nehmen. Ich trommle dann mal alle zusammen. Viel zu teuer. Wenn ich schon zahl für die Wettkampfpfeile. Schützen, macht euch bereit. Okay. Die ersten haben schon geschossen. Ach, sind die gut. Aber ich würde mich davon nicht aus der Ruhe bringen. Nö, die 3 Punkte, die kriegen wir sowieso nie. Naja, eine 1 ist nicht gerade das, wovon Heinrich so träumt. Naja, aber Heinrich hat immerhin mal getroffen, die Scheibe getroffen. Ja. 2 hast du jetzt. Nee, anders. Du hast nur 2 geschafft. Ah, das wird nichts. 2 Blicks. Ja, man muss üben. Oh, das war aber... Oh. Gerade noch. Einen hast du geschafft. Gerade noch erwischt. Ja, dann sind fertig. Was soll's? Ja, ich muss erstmal meine Punkte finden. Heinrich, wo tatterst du denn rum? Aha. Ja. 2 war das. Ah. Wow.
brauche wohl nur eins. Noch zwei Pfeile. Dann hat der arme Kerl schon Muskelkater. Nee, das wird in nichts. Den Armen. Erstmal die Ausdauer wieder kommen lassen. Dann müssen die anderen eben ein bisschen warten. Heinrich ist noch nicht so, so schnell. Der ist ja noch kein Meisterschütze. Ist er noch nicht? Meinst du? Oh, das war schon gut. Eine 2. Ja. Es wird langsam ein bisschen besser. Und wow. Eine 3. Hurra, er hat gewonnen. Ja, schön. Na, es besteht eine gewisse Hoffnung, genau. Mit 7 Pfeilen einmal dahin zu treffen, wo es hingehen soll. Mhm. Aber ja, muss man auf jeden aber Fall, der Trend ist doch ganz positiv. Genau. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Jetzt gucken wir doch einfach wir mal. Wir müssen noch irgendwas reparieren lassen. Ja, schon. Irgendwas war das. Ja, das war das Ding hier, Lederwams. Wams. Und das ist eine Rüstung. Alles 100. Ja, ja. Hier, Lederwams. Warum repariert das keiner? Du hast es auch gar nicht zur Reparatur angeboten. Tja, das kann natürlich auch Schneider sein. Sein und so. Lederwams, meinst du, das ist Schneider? Ja, Schuster, aber ich habe beim Schneider gesagt, alles reparieren. Keine Ahnung. Es kann höchstens noch der Rüstungsschmied sein. Ja, der Rüstungsschmied kann es auch sein. Ach, natürlich. Leg mal deinen Bogen weg. Auf jeden Fall ist es kein Schuster. Der repariert nur Schuhe. Der Schuster stellt macht auch offensichtlich nur Schuhe, ja. Ja. Kennt doch nur solche Schuster. Och, Heinrich, nun mach mal ein bisschen. Schuld mit der Fetter bleibt. Das war noch immer Zünfte. Es war ganz schön, da wurde genau darauf geachtet, dass niemand hier über seine Dinger lässt. Rüstmeister. Ich habe noch was zu reparieren. Ja, genau. Hast du einfach übersehen. Och, das ist ja billig. Ja. Das sind wir bei ihm gar nicht gewöhnt. Wa? Ja. Was kostet denn bei dir ein Set? Lass mal gucken. 30. Kostet bestimmt ein Vermögen. 30. Oh, guck mal. Ich erinnere mich ja an 30. Der hat auch ein Buch. Ja. Die Speisen des Herkules. Vielleicht, wenn du das mal nachkommst. Ja, dann wirst du dann muss er erst mal lesen lernen. Und dann braucht er ganz viel Geld, um sich die Rezepte und die Bücher kaufen zu können. Gut, gekauft. Ah, Mann, ich vergesse immer. Bei dem Geizkragen muss man sowieso immer reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Vielleicht lernt er da besser falschen, ne? Naja, ich meine, da gibt es ja auch Punkte, wenn du erfolgreich bist. Ja. Du hast ja auch schon Redekunst mal wieder eine Stufe gekriegt. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast? Ja, sagt er immer. Fast, Baldi. Oder Baldi? Na, egal. Fast. Endlich eine vernünftige Doch. Summe. Wow, hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Na, du bist ja eine Stufe höher in Redekunst, das macht sich vielleicht schon bemerkbar. Ja, das kann schon sein, dass das daran liegt. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Ja, ich habe richtig gesehen, hier gibt es diverse Sternchen. Ja, dann gucken wir doch mal. Du bist dann gehen wir doch mal gucken, ne? Erfüllen. Kneipe. Ja. Okay. Meine, warum bin ich da nicht gleich reingegangen? Bin ich schon zweimal vorbeigelaufen? Ja, weil du immer nur dich auf eine Sache konzentrierst. Ja. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Also ich würde das nicht kritisieren. Nein, hier wollte ich schon mal rein, als ich in die Kneipe wollte. Das habe ich gelernt. Da kommt nämlich erst noch der Bäcker. Mhm. Und nach dem Bäcker kommt erstmal nichts und dann kommt die Kneipe. Ja. So, hier geht's rein. Hans liegt ja im Bett, der kann jetzt hier nicht rumsitzen. Hallo, Herr Wirt. Oder bist du ein anderer? Bist ein anderer. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Du bist der Sohn des Skalitzer Schmieds, oder? Der Vogt kann dich sicher gebrauchen.
Er hat ein paar Aufgaben für die Skalitzer Flüchtlinge, aber weiß nicht, wer sich wofür eignet. Hat erst gestern deswegen rumgejammert. Aha. Ja, okay. Ja, danke. Gut zu wissen. Dann wollen wir doch, dass er nicht mehr jammert, nicht? Ja. Dafür wollen wir doch sorgen. Ist der Vogt zu Hause? Ja. Ja, sieht fast so aus, als wäre der Stern auf dem Rathaus. Ja, in der Regel ist er ja auch in seiner Amtsstube, wenn nicht gerade Essenszeit ist. Ja, er ist öfter mal unterwegs, habe ich gesehen. Aha. Der läuft öfter mal die Hauptstraße rauf und runter. Brav. Aber er scheint hier zu Hause zu sein. Zu Hause in seiner Amtsstube jedenfalls. Mhm. Ja. Sitzt am anderen Schreibtisch. Da sitzt er, ja. Mhm. Herr Vogt, du hast ein Problem. Beste Grüße. Du siehst aus, als wärst du sehr beschäftigt, Meister Vogt. Hast du viel zu tun? Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Scarlets Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun. Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Skaletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Aber klar doch. Mhm. Sicher, ich werde tun, was ich kann. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen sucht eine Köchin. Und dann brauchen wir noch fünf Träger. Eine Köchin und fünf Träger? Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen 3 Wasserträger. Die anderen sollen, Scheiße tragen. Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Na gut. Gibt es jemanden, der mir genaueres sagen kann? Ja, der Händler Konrad Hagen ist der, der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Skalitzern sich am besten eignet. Aha, Alex ist wohl sowas wie der Sprecher der Flüchtlinge geworden. Das kann sein. Klingt danach. Warum ist das so ein Problem für dich? Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige Entscheidung fällen? Sie sind verzweifelt. Verurteile sie nicht. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Ja. Weil verstehe ich zwar nicht ganz, aber macht dir nichts. Ja. Wie? Naja, er meint... Was meint er? Jemand, der das versäuft... ist nicht so gut wie jemand, der eine Familie zu versorgen hat. Wenn er die Arbeit macht, ist es eigentlich egal. Für aber es ist natürlich schon besser, wenn du eine Familie dann von der Straße kriegst. Er meinte wahrscheinlich, ist besser, die Arbeit gibt's für jemand, der eine Familie zu versorgen hat, wie jemand, der das Geld nur versäuft. Der ich habe auch drüber nachgedacht, ja. Zu versorgen hat, das ist schon mal ein Fehler zu sagen. Beide könnten nämlich eine Familie zu versorgen haben. Nur der eine tut es und der andere tut es dann nicht, weil er sie mich versäuft. Na gut. Egal. Naja. Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Na gut, wir werden ihn befragen. Alex ja, und den Händler. So, Wasserträger. Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen 3. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen?
Natürlich, wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg? Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Okay, und die anderen Träger? Was kannst du mir über die anderen Träger sagen? Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Ja. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Das könnte durchaus helfen, ja. Sein, dass das hilft. Bei mir wird es nicht helfen. Ich würde doch lieber noch das Wasser tragen. Ja. Ich hab das dann über, ja. Dann kommt man sich so, allein der Gedanke. Okay. Jetzt haben wir noch einen Auftrag. So, ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss. Du hast jetzt Aufträge und die Zeit ist erreicht. Ja. Na? Ich geh noch kurz runter. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.